Hallo, hallo, hallo. Alex hier, zurück aus der Weihnachtspause, heute mit Day One in 2 Minuten. Let's go! Wie sich das für die erste Show auf dem neuen Kanal gehört, beginnen wir Day One mit einem Lala. Der kommt in Form der Info, dass Roman Reigns seinen Titel aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht verteidigen kann und Brock Lesnar zur Kompensation in das heutige WWE-Titelmatch mit einsteigen darf. Die Sicherheit, dass sich Roman nicht einmischen wird, können New Day dann leider nicht nutzen, um sich die SmackDown-Tag-Team-Titel zu sichern, vor allem weil die Usos nach einem wirklich guten Match mit dem 3D noch zu überraschen wissen. Auch die Raw Tag Team Titel wechseln heute nicht die Besitzer und das haben RK-Bro vor allem der Unterstützung durch Atlantas Hip-Hop-Szene zu verdanken, die in Form von Migos für moralischen Support sorgt. Da sich insgesamt sowieso alle Anwesenden supi-dupi miteinander verstehen, kommt hier leider nicht so wirklich viel Spannung auf. Nachdem Edge in bester Brood-Manier durch einen Ring of Fire aus dem Boden steigt, wird sein Match gegen Miz zwischenzeitlich beinahe zum Submissions-Match. Da aber keiner der beiden bereit ist aufzugeben, braucht es am Ende Beth Phoenix, die genug von Maurice Einmischung hat und mit ihrem Auftritt Miz genug ablenkt, damit der blindlings in einen finalen Spear läuft. In den ersten Minuten des Raw Women's Titelmatches erzählen wir die Geschichte einer Liv Morgan, die für jeden Move Becky Lynchs eine Antwort parat hat. Als sie dann auch noch eine Art Springboard Powerbomb aus der Ringecke zeigt, bleibt mir kurz die Luke offen und ich frage mich, ob sich WWE heute mal wirklich zum richtigen Move durchringen kann. Nachdem Becky dann den Oblivion zu einem Manhandle Slam countert, wird aber klar, dass WWE lieber mit einer altbekannten Losung ins neue Jahr geht. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Das Main Event kommt direkt mit 200 Puls aus den Startlöchern, präsentiert uns eine erste Suplex-Party, Brock, der durch die Ringbarrikade gespeert wird und Lashley, der den Kommentatorentisch zerschmettert. Da wir den Fuß auch danach nicht vom Gas nehmen, wird schnell klar, dass das hier kein 30-Minuten-Match wird. Lesnar ist zurück für eine Handvoll F5s, wird aber vorerst durch einen weiteren Spear gestoppt. Big E nimmt Lashley mit dem Big Ending aus dem Spiel, hat aber nicht mehr genug Kraft, das auch mit Lesnar durchzuziehen. Und so kommt, was kommen muss, F5 und der WWE-Champion heißt ein weiteres Mal Brock Lesnar. Und das war Day One in 2 Minuten. Ich finde es bezeichnend, dass wir das neue Jahr mit einem speziellen Event starten, das suggeriert, dass wir uns auf den 348. Neuanfang gefasst machen sollen und das Event dann genau den einen Titelwechsel produziert, der quasi deckungsgleich mit dem Status Quo ist. Und ganz ehrlich, wer die Ironie darin nicht erkennt und sich jetzt noch drüber aufregt, ist einfach mega lost. Mit ein bisschen Glück bekommen wir zumindest noch das schon lange angedachte Aufeinandertreffen von Lesnar und Lashley. Das wäre jetzt zumindest nicht das Schlimmste, was passieren könnte. Und überhaupt können wir natürlich jetzt mit Spannung erwarten, wie sich die Road to WrestleMania entwickeln wird. Ihr seht also, letzten Endes sind wir alle Gewinner. Der Vollständigkeit halber noch die weiteren Matchresultate. Sheamus und Rich Holland gewinnen in der Kickoff-Show gegen Cesaro und Ricochet. Und Drew McIntyre schlägt Madcap Moss in einer Fehde, die uns noch ein paar Wochen begleiten wird. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über jeden Kommentar, jedes Like und jeden, der oder die den Kanal abonniert. Wenn ihr Bock habt, zieht euch die volle Review mit Tobi, Marcel und Alex rein. Die haben sich das Ganze live gegeben und unterhalten euch wie üblich vorzüglich. Und wir hören uns dann am Dienstag wieder zu Raw. Bis dahin, macht's gut!